Die Passage ist eine ganz erhabene Slow-Motion-Trabbewegung. Das Pferd schwingt unter mir und es fühlt sich an, ja, wie über den Wolken schweben. Und wie beginnen wir damit, den Pferden die Passage zu erklären? Hier sehen wir jetzt die 7-jährige Forsatza, mit der wir gerade anfangen, mit dieser Arbeit aus dem Trab in die Passage zu gehen. Im Prinzip beginnt die Vorbereitung schon beim jungen Pferd damit, dass wir üben, den Bewegungsablauf des Trabs wirklich durch unseren Sitz beeinflussen zu können. Damit wir dann später in der Passage den Trab zurücknehmen können, ohne bremsend mit der Hand einwirken zu müssen. Es gibt die Passage und es gibt die Piaff. Und oft passiert es, dass ich passagiere und das Pferd fällt runter in die Piaff. Und dann ist es ganz schwer, wieder rauszukommen aus der Piaff. Also beide Übergänge sind dann schwierig. Unser Ziel ist es, dass das Pferd gar nicht runterfällt, sondern quasi auf dieser Kante oben drauf bleibt. Dann gehe ich wieder rein und schon wieder raus. Brav. Und wieder rein. Super. Langsam wenden. Schulter gerade halten. Auch ein schöner Handwechsel aussehen. Wenn sich ein Pferd auf dieser Kante in dem Zwischenraum quasi bewegen kann, ist es schon anstrengend. Da muss ich unbedingt auch viele Pausen machen. Aber es gibt unglaublich viel Kraft und es gibt am Ende dann eine geile Piaff-Passage-Tour, weil einfach keine Übergänge mehr zu sehen sind.